Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg zockt. Hi, hat der gerade wieder eine zweirädrige Geschichte gehabt hier. Einmal um den Kreisel rum, volle Pulle und dann hier rein. Ja, da müssen Sie sich auch nicht wundern, wenn es da mal knallt. Hier oben haben wir einen Zug, der steht. Ne, da stehen mehrere Züge. Nö, was macht ihr denn? Die warten darauf, dass der wahrscheinlich geht. Jawohl, beziehungsweise fährt. Dann geht der nächste rein. Ja, okay, das gibt's. Also da können wir nicht viel mehr. Aha, und dann wird einfach ein Despawn eingeleitet. Okay, warum auch nicht. Und dann haben wir hier tonnenweise Leute. Eieieiei. Haben wir hier irgendwie sowas ähnliches wie eine Bushaltestelle? Das wäre, glaube ich, noch hilfreich. Oder sogar eine U-Bahn-Station. Wir haben hier, glaube ich, gar nichts. Moment, ich guck mal schnell. Mal den hier. Doch, da haben wir ja. Da haben wir Taxistand, da haben wir Bushaltestelle. Und da haben wir sogar noch irgendwie was Unterirdisches, glaube ich, sogar. Nee, nee. Ja, die Taxis kommen. Und die Bushaltestelle, die sehen wir ja hier. Ja, die laufen jetzt alle dahin. Da müsste man mal gucken. Kommen die hier überhaupt über die Straße? Da hat auch noch mal jemand einen Kommentar geschrieben. Das könnte noch sein, dass das hier war. Dass die Leute hier gar nicht über die Straße kommen, vernünftig. Wir haben keinen Fußgängerstreifen und, ja. Wie machen wir das am besten? Ja, mit einer Überführung oder einem Tunnel. Im Prinzip hier einfach eine Röhre durchziehen. Geht das, wenn ich hier einfach einen Fußgängerweg nehme? Ich möchte mal was testen. Einfach ihn hier. Und dann sagen wir mal von hier. Und dann irgendwie runter. Nö, das war rauf. Versuchen wir es nochmal. Ja, das geht so nicht. Wir bräuchten wahrscheinlich mehr Weg. So wird es gehen. Da hat man gerade eine Stelle, da hat es funktioniert. Ich habe es genau gesehen. Da war es doch gerade blau. Come on. Weil das wäre natürlich eine Option, die wir hätten. Aber die andere Option, die wir hätten, wäre halt einfach eine Brücke. Dass wir eine Fußgängerbrücke rüberziehen. Da müssen wir tatsächlich Höhe haben. 10 Meter reichen die? Ja, wobei irgendwas Entfernung zu gering. Was ist denn jetzt wieder für eine Entfernung zu gering? So geht's. Komm, das machen wir mal. Zack, einmal den hier. Ich mache mal Energie an. Ist einfach einfacher. Einfach einfacher, genau. So, hier eine Kurve. Und dann halt runter. Irgendwie so. Und dann nehmen wir hier rein. Jawohl, das müsste bereits passen. Kommt man da rein oder ist das wieder irgendwie vom Murks? Nee, nee, das ist völlig okay so. Gut, auf der anderen Seite, das wird jetzt eher tricky. Weil ich weiß nicht, ob ich hier reinbauen kann. Wahrscheinlich schon. Mit der Energie-Mod müsste eigentlich gehen. Dass wir hier runterkommen. Ich baue es mal. Dann gucken wir mal. Sei ja auch okay. Da kommen die Leute eigentlich schon auf diese Brücke. Doch, doch. Also, das müsste denen helfen, damit die hier wenigstens rüberkommen. Weil hier haben wir noch... Ja, die U-Bahn ist auch hier. Also, die Leute müssen halt irgendwie nach da hinten kommen. Das können sie jetzt mit dieser Brücke. Mal gucken, ob sie es... Eieiei. Mal gucken, ob sie es machen. Also eins muss man sich die Skylines 2 lassen. Also die Darstellung von Menschenmassen. Also die sucht seinesgleichen. Das sieht man hier wieder in diesem Beispiel. Sagen wir mal so, der Bahnhof läuft, so wie es aussieht. Da fährt der Zug gerade weg, der nächste kommt. Sehr gut. Ich glaube, wir hören die U-Bahn sogar noch unterirdisch. Und jetzt wollte ich eigentlich gucken, ob das genutzt wird. Im Moment noch nicht. Aber das sind auch, guck mal, das sind ankommende Leute. Die wollen alle auf den Zug. Wow, okay, mehr Züge wäre da vielleicht noch eine Option. Wenn ich hier mal gucke, der müsste ja voll sein. 840 Passagiere passen hier rein. In das bisschen Zug? Okay. Ja gut, das ist ja nicht mal... Also, das ist, ja gut, jetzt wird da ein bisschen gefühlt. Aber da müssen die Leute doch problemlos wegkommen hier. Ja, denkst du, guck mal hier, diese Ansammlung an Menschen. Wollen die nicht auch auf den Zug? Oder was machen die hier Lustiges? Ich weiß es gerade nicht. Da kommt eh schon der Nächste. Der hat auch wieder eine Kapazität von 860. Ich meine, der ist zu einem Viertel gefüllt. Ja, zu einem Drittel ist er gefüllt. Also da passen noch mehr rein. Das müssen die Leute nur mal irgendwie machen. Ich möchte das mal schnell aus der Ego-Perspektive sehen. Gehen wir mal rein. Waren wir schon länger nicht mehr. Es regnet mal wieder. Der Schnee ist weg. Okay. Wo ist mein Bahnhof? Ach, du Grüne. Hier ist unser Bahnhof. Ja, da sehen wir die Leute, die sind alle vor Scham im Boden versunken, weil sie keinen Platz mehr haben im Zug. Ja, aber irgendwie komisch. Also wenn wir schon so eine Kapazität haben von 800, warum wird das nicht ausgenutzt? Warum stehen dann die Leute hier? Weil sie wahrscheinlich, wenn sie im Boden drin kleben, nicht in den Zug reinkommen. Ich weiß es auch nicht. Da steigt gerade nochmal einer ein. Okay, er fährt halt auch nicht los, der Kollege. Mach mal, weil da wartet schon der Nächste. Hier unsere Überführung, die wir frisch geschnitzt haben. Man sieht, also die funktioniert, da kommt man rauf. Ja, ist auch mal wieder schön hier irgendwie in dieser Perspektive, finde ich. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Leute hier halt im Boden versunken sind, weil
Ja, der Bahnhof ist, das ist glaube ich keine Mod. Also von daher müsste das eigentlich funktionieren, dass man das so programmiert, dass die da den Höhenunterschied mitmachen. Aber gut, es ist wie es ist. Jetzt fährt er los. Jetzt macht er wieder einen Despawn. Also das verstehe ich auch nicht. Warum fährt er nicht einfach die Strecke, die wir vorgegeben haben? Ist da immer ein Fehler drin? Also nicht, dass ich wüsste. Aber das sieht schon ein bisschen so aus. Aber da müsste man doch eine Fehlermeldung kriegen, von wegen, dass das gar nicht funktioniert mit dem Bahnhof. Oder nicht? Haben wir hier jemanden, der das nutzt? Boah, sie strömen halt in Massen. Wo strömen sie denn jetzt hin? Jetzt strömen sie nach hier hinten. Aha, also ein Teil strömt hier. Das sind wahrscheinlich die, die ausgestiegen sind. Die gehen schon zur Treppe, da bin ich fast sicher. Kommt, wir machen hier mal Tempo. Damit wir sehen, was die Leute machen. Nee, die gehen nicht zur Treppe. Nee, die machen was ganz anderes. Die wollen alle auch zu den Zügen. Okay, dann steigt ein. Wir haben ja Züge. Wir haben zwei. Guck mal, wir haben Züge ohne Ende. Und einsteigen tun sie. Das heißt, sie fahren. Von daher dieser Despawn. Ich weiß nicht, wo der hingehört. Also warum? Warum macht der jetzt? Macht der auch einen Despawn oder fährt er? Nee, der fährt. Oh, ich glaube, ich sehe das Problem. Seht ihr es auch? Der kann fahren. Der macht keinen Despawn. Ja, die blockieren sich hier. Aber da kann ich nicht viel machen. Wenn der hier rausfährt, dann kann der andere hier nicht rein. Das ist das Problem. Also der fährt jetzt, aber die anderen haben einen Despawn gemacht. Die Frage ist, ob sich das aufs Spiel niederschlägt, was die Passagiere angeht. Wie könnte man das denn ändern? Ja, eigentlich nicht. Oder indem wir hier früher von hier da reingehen. Sorry, Stimme. Weil, ja, hier ist halt auch ein Bug drin. Aber das sollte keine Rolle spielen. Also das Gleis kann er trotzdem nutzen. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, eben Signale können wir halt keine setzen. Das ist nicht Transportfieber 2. Können wir nicht machen. Geht nicht. Kommt da gerade wieder einer? Ich möchte das ganz kurz beobachten. Wir haben Nachfrage, der gehen wir gleich nach. Aber wir sind ja auch hier nicht auf der Flucht. Wir sind bei Transportfieber 2 nicht auf der Flucht. Wir sind bei City Skylines 2 nicht auf der Flucht. Ja, wenn der jetzt hier wartet. Ja, das müsste noch gehen. Der müsste ja jetzt hier reinfahren können. Macht er halt nicht. Gut, der fährt geradeaus. Das ist schon mal ideal. Ja, weil der möchte auch in das Gleis rein. Mhm. Das ist aber nur eine Zuglinie, glaube ich. Also Züge haben wir genug. Also das ist sicher nicht das Problem. Der wartet jetzt wieder hier. Wenn jetzt der nach da muss, darüber, dann kann er das nicht. Das ist ganz klar. Da müssten wir im Prinzip auf der Seite mit den Gleisen raus und dann hier unten im Prinzip unter der Brücke durch. Das wäre eine Option, die wir haben. Weil, ja, guck mal, jetzt macht er wieder einen Despawn. Weil sonst funktioniert es gar nicht. Schwupps, ist er weg oder sind beide weg? Dann gucken wir mal schnell. Wir schnappen uns ein Gleis. Ich habe eigentlich gerade Transportfieber 2 aufgenommen, aber okay. Machen wir das halt nochmal. Zweigleisig gerne. Dass wir irgendwie von hier rausgehen. Die Energy Mod haben wir an. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Und hier unten durch. Geht das? Ja, das verzieht uns. Da verzieht es uns tatsächlich die Straße, weil wir den Platz nicht haben. Weil das hier ist keine Lösung. Der kann hier nicht rüber, wenn hier die Züge stehen. Also müsst ihr hier rausfahren und hier unten durch können und dann da rein. Kommt, das geht da. Irgendwie kriegen wir das hin, wenn wir hier so rausgehen. Oder wisst ihr was? Wir machen Folgendes. Wir kappen mal die Straße. Ne, da haben wir eine Bushaltestelle. Oh, nö. Moment, wir kappen die Straße nicht. Wir setzen die wieder hin. Falsch. Das hier brauchen wir. Da ist es wieder verbunden. Wir können die Buslinie eigentlich auch gleich wieder machen. Buslinie ändern. Zack, dann haben wir die Buslinie ebenfalls. Ist das ein bisschen weniger breit? Brauche ich eine andere Straße? Ist es wahr? Welche war es denn? Wir ändern nochmal. Jetzt haben wir wieder die richtige. Gut, hier unten aber das Problem bleibt. Jetzt hat sich es aber doch ein bisschen verändert. Der jetzt, es schneit halt wieder, da hat sich nichts verändert. Ich brauche die Gleise, bitteschön. Boah, meine Stimme macht wieder Rabatt. Immer bei City Skylines, ist es denn wahr? So, also so hier raus. Hier runter. Machen wir das sogar auf 10 runter. Dann hier unten durch. Ja, dann sind wir unter der Erde. Wir gehen wieder rauf. Das funktioniert aber. Dann gehen wir hier rein. Batz. Jetzt müssen wir zumindest, oder die... das sind die Gleise nicht verbunden. Wollte gerade sagen, das ist glaube ich eine zu enge Kurve, kann das sein?
Ja, Moment, ich nehme das nochmal weg. Das ist so Mumpitz, das geht so nicht. Ich muss aufpassen, nicht oben abreißen. Nehmen wir das nochmal weg. Und dann schauen wir, das kriegen wir doch irgendwie zusammengeschustert, denke ich. Ja, dann geht es halt nicht unten durch. Wenn wir hier den haben und dann den. Dann müsste es eigentlich gehen. Jawohl, jetzt geht's. Okay, also das ist die Alternative. Echt, jetzt haben wir hier irgendwie noch einen Schneehügel im Weg. Das spielt für die Züge, glaube ich, keine Rolle. Es ist halt einfach nicht schön. Also man kriegt es halt, ich behaupte, man kriegt es nicht so hin wie bei City Skyline, sage ich schon. Wie bei Transport Fever 2. Das geht einfach nicht. Mich würde interessieren, ob das funktioniert. Kann ich hier noch irgendwie was machen, dass dieser Schneehügel flöten geht? Fände ich noch gut. Terrain angleichen. Wir machen das mal mit irgendwie weniger Pinsel. Ja, das ist schon mal falsch. Oder ich brauche tatsächlich mehr Pinsel. Geht nicht. Geht. Oh, was mache ich denn da? Nein, nicht doch irgendwie so Sachen machen. Mach den wieder weg. Und ein Riesenloch brauchen wir auch nicht. Ja, das habe ich schon mal korrigiert. Aber das Teil hier möchte ich weghaben. Wo haben wir gleich nochmal Höhe? Hebt oder senkt? Das ist irgendwie verwurzelt. Nein. Das ist irgendwie verwurzelt auf dem Gleis, das Ding. Seht ihr, ich kriege das so nicht weg. Aber es funktioniert. Aber jetzt gucken wir mal, was die Züge machen. Da bin ich jetzt gespannt. Also, der fährt, macht den hier. Und dann hat er es gemerkt. Also, das funktioniert. Also, die spawnen, die machen keinen Despawn mehr. Dann kann er dort ins Gleis rein. Das macht er auch. Kein Despawn bis jetzt. Das ist halt hässlich hier. Aber eben, wie soll ich das denn wegkriegen? Das geht nicht. Lassen wir den. Das ist halt eine Schneeverwehung. Das interessiert unsere Züge nicht. Er fährt. Das gefällt mir. Die beladen noch machen und tun. Und hier unten ist eh schon ein bisschen besser, was die Leute angeht. Ja, ja, sobald die fahren. Ich nehme an, wenn die einen Despawn machen, dann sind die Leute sozusagen wieder da. Also die werden nicht irgendwie weg sein. So, kannst du? Ja, fährt da runter, kommt hier wieder daher. Mhm, das passt. Also der ist am Beladen. Das wird jetzt tatsächlich funktionieren. Schön, haben wir das gelöst. Wir gucken mal, was wir bauen können. Wenn wir hier die Nachfrage bemühen. Alles Mögliche, außer Büros eigentlich. Ich würde gerne hier oben mal noch ein bisschen was in Sachen Gewerbe machen. Das dicht besiedelte. Wo haben wir noch Platz? Hier haben wir eigentlich Platz ohne Ende. Hier könnte man auch noch wohnen. Das wäre eigentlich auch noch eine Idee. Kommt, wir machen hier mal Gewerbe. Weil wir sehen, da wird gleich fleißig gebaut. So ein bisschen sporadisch. Und dann machen wir hier noch Wohnen. Und zwar die mittlere Dichte. Machen wir so. Und dann hängen wir hier noch einen Park dazu. Zack, damit die es auch ein bisschen schön haben. Sehr gut. Kommt man hier irgendwie noch... Ja, da kommt man da rein und da kann man hier über die Brücke. Dann kommen wir hier in die Stadt rein. Thema Stau haben wir natürlich auch noch. Da ist auch schon wieder ein bisschen was los. Ich möchte aber tatsächlich nochmal schnell zum Bahnhof. Wenn ich ihn finde. Hier unten war er. Ja, ja, also die Leute sind zurückgegangen. Die Anzahl der Menschen ist weniger, weil... Ja, der fährt jetzt geradeaus. Er hat eine andere Linienführung, das ist egal. Er kommt hier weg, das ist der Punkt. Und der kommt hier wieder rein in sein Gleis. Also, das passt. Krankenhaus haben wir hier noch. Wir haben eigentlich... Haben wir alles gebaut, was wir bauen können? Wir haben noch ein paar Sachen freigeschaltet. Krematorium. Wie sieht das aus? Krematoriumverfügbarkeit. Da müssen wir nochmal was machen. Zack, einmal Krematorium hier. Haben wir hier unten in der Aglo, die keine Aglo ist, sondern der Süden der Stadt. Ne, das ist die Industrie. Wo haben wir denn unser... Jetzt habe ich ein völliges Durcheinander. Hier unten, da. Doch, da haben wir ein Krematorium gebaut, tatsächlich. Gut, wo haben wir keins? Eher hier oben haben wir keins. Da könnte man hier noch eins hinstellen. Sehr gut, dann würde ich hier gerne noch schnell ausbauen natürlich, was wir ausbauen können. Energie ist aus, das ist schon mal gut. Zack, einmal den noch. Dann schauen wir, wo haben wir jetzt das andere hingestellt? Leichenwagengarage. Machen wir nochmal eine hin, wenn wir davon mehrere setzen können. So, drei Stück. Okay, nee, da ist aber das letzte Teil ist wieder nicht mehr verbunden. Kann ich das sonst irgendwo hinsetzen? Irgendwo hinten oder so. Ja, das sieht aber merkwürdig aus. Das würde ich lassen. Hier geht es auch nicht. Hier wird es gehen. Ja, passt doch. Gut, dann haben wir dort ein Reservoir für Leichenwagen. Das ist schon mal gut. Jetzt würde ich noch schnell rausfinden,
Wo war das andere? Da unten ist es. Damit wir das eben auch noch entsprechend ausbauen können. Zack. Zack. Und hier noch. Zack. Dann hier den. So, dann haben wir hier ordentlich Leichenwagen. Dann sollten wir damit keine Probleme bekommen. Das wäre schon mal schön. Schulen haben wir. Wir können ja mal grundsätzlich gucken. Strom ist in Ordnung. Wasser. Der Wasserhandel ist nicht... Der Wasserhandel funktioniert gar nicht, weil wir die Rohre wahrscheinlich nicht rausgezogen haben. Müssen wir irgendwie noch nach da hinten machen. Machen wir mal schnell. Nicht, dass wir das brauchen würden. Wir spielen nicht wirtschaftlich, weil wir haben wirtschaftlich gespielt. Es ist tatsächlich nicht so schwer, behaupte ich jetzt mal. Sind wir unter der Erde? Jawohl. Das müsste doch gehen, wenn ich das jetzt so mache. Und dann hier raus. Jawohl, dann sollten wir den Wasserhandel bereits angeleiert haben. Sogar den Abwasserhandel. Sieht man hier schon was? Nee, im Moment nicht. Aber das passt soweit. Das können wir lassen. Krematoriumverfügbarkeit. Wir brauchen nochmal ein Krematorium. Dann machen wir hier nochmal eins hin. So, damit wir diese Verfügbarkeit garantieren. Zack, machen wir mal nur eine Garage und den hier. Dann können wir nochmal schnell gucken. Nee, das ist der Abfall. Gesundheit. Ja, im Prinzip könnten wir nochmal ein Krematorium machen. Ich würde es aber mal lassen. Ich möchte hier nicht Krematoriumshausen haben. Mülldeponie ist uninteressant eigentlich, weil der Müllverarbeitungsstatus ist okay. Die Bildung. Die Sekundarschulen fehlen. Der Rest ist in Ordnung. Okay, dann bauen wir hier Sekundarschule. Keine kleine, sondern eine normale. Und die bauen wir. Wir haben die jetzt alle dort. Und dann haben wir hier unten noch Schulen. Wir machen hier oben mal noch eine Sekundarschule hin. Vielleicht sogar ein bisschen außerhalb. Hier hinten in dem Bereich, da haben wir keine Schulen. Energie bitte aus. Das wird sonst komisch. Ja, das ist mir zu weit weg. Können wir das nicht irgendwo hier unten haben? Hier. Womit überlappt das denn schon wieder? Irgendwie, das ist eingeüberlappe. Hier geht's. Zack. Einmal Sekundarschule. Ahoi. Gerne ausbauen. Beiden Flügel und dann ist das noch gesperrt hier. Was ist das denn? Der Sportplatz. Da brauchen wir, glaube ich, die großen Sportdinger. Habe ich die nicht mal freigeschaltet? Ich dachte, die hätte ich freigeschaltet. Ne, die Sportparks haben wir noch nicht freigeschaltet. Jetzt haben wir es. Da. Ne, doch nicht. Hä? Meilenstein, Fortschrittsknoten, große Sportparks. Die habe ich doch soeben freigeschaltet. Ne, hier sind die großen. Dann haben wir keine Punkte mehr. Dafür haben wir jetzt hier einen Sportplatz. Aber wir haben, ich sehe es gerade, keine Straßenanbindung. Oh, nee, das ist natürlich Käse. Wir brauchen für das Teil mehr Platz. Das ist ja eine Riesenanlage. Kann ich mal schnell den hier haben? Vielleicht doch hier hinten. Und dann eine Straße dazu. Ja, hier wird es eigentlich gehen. Aber da haben wir auch keine Straßenanbindung. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wie sieht es hier aus? Ich glaube, hier wird es gehen. Machen wir dich mal hier hin und... Dann hat er hier wieder keine Straßenanbindung. Wir machen es ganz anders. Wir setzen das Teil hier hin und spendieren denen eine Straße. Oder hier irgendwie. Ne, das ist wieder von zu krumm nach schief. Hier eine Sekundarschule mit separater Straße. Halt, aber der Sportkollege muss ja auch noch hinten ran. Machen wir mal. Die Straße mache ich gleich. Ich möchte erst gucken, ob das hier ranpasst. Jawohl. Zack. Wow. Das ist natürlich auch kein, das ist ja kein Sportplatz. Das ist ja ein Wahnsinnsding. Ein Stadion ist das. Gut. Straße kriegt, da haben wir gesagt. Nicht ersetzen, sondern gerne bauen. Irgendwie so da rein. Da muss nichts überlappen. Das ist völlig okay so. Das Haus ist dann weg. Damit können wir leben. Dann haben wir hier Gleise. Da will ich noch rübergehen und dann gehen wir hier runter. Die Kurve habe ich aktiviert. Einmal so und einmal da rein. Batz, dann haben wir das. Sehr gut. Also, Sekundarschule, ahoi. Wir können ja mal schnell gucken. Hat das schon was gebracht? Mit Sicherheit. Die Frage ist, wie viel? Ja, ja. Ist hier wieder im grünen Bereich. Dann haben wir hier durchschnittliche Brandgefahr. Die ist tief. Das ist natürlich ideal. Gefängnisverfügbarkeit. Wir haben noch kein Gefängnis. Haben die eins? Umfasst Personaleinrichtung, große Garage und eine Arrestzelle. Wir müssen die Gefängnisse noch freischalten. Wir haben aber keine Punkte mehr. Ich würde hier eine Polizei gerne haben bei der Sekundarschule. Dann sind die jungen Menschen geschützt. Das ist, glaube ich, nicht so falsch. So, haben wir auch. Einmal Polizei, ahoi. Was haben wir denn noch? Den Transport. Da sehen wir, da können wir nicht viel rauslesen.
Bei den Parks sind jetzt natürlich ja die großen Sportparks dazugekommen. Ein Basketballplatz. Hätten wir gerne. Da hätten wir gerne einen Skatepark. Wo sind wir hier eigentlich? In der Industrie? Ich habe völlig irgendwie mit dieser Farbe. Ja, das ist der Industriebereich da oben. Gut, das ist aber egal. Können wir natürlich trotzdem machen. Dann gibt es hier noch einen Skatepark. Zack, hat der Anschluss hier an die Straße. Ich hoffe es mal, sonst reklamieren sie eh. Und dann haben wir hier die großen Sportparks. Oh, das Freibad. Ja, aber dringend. So, das ist hier der schöne Flügel sozusagen. Wo brauchen wir noch ein Freibad? Hier oben. Zack, bei der Sekundarschule. Sehr gut. Dann haben wir hier einen Fußballplatz. Ja, das ist, glaube ich, ein kleiner Fußballplatz. Das ist nicht irgendwie eine riesen Arena. Wir werden es gleich sehen. Hier, hier ist der Fußballplatz. Ne, da überlappt. Womit überlappt das denn? Ich finde es irgendwie teilweise interessant. Mit der Brücke dort, mit der Straße. Ja, andocken an der Straße, dann überlappt da nichts. Hier auch nicht. Ne, überlappt, überlappt, überlappt wie die Hölle. Schauen wir mal hier unten, hier haben wir da auch noch ein bisschen Platz. Da können wir den Fußballplatz hinmachen. Dann wollen wir mal schnell gucken. Ja eben, das ist nichts Riesiges. Ja, so ein Ortsverein irgendwie. Das ist natürlich auch ein Ort hier, das ist der Fußballplatz halt von Verkehrshausen Süd hier. So, dann mal schnell gucken. Wir haben noch ein American Football Field. Das kommt auch noch hier hin. Dann ist das so ein bisschen unser Sportbereich hier unten. Schulen haben wir hier ja auch. Das passt. Gut, ich gucke auf die Uhr und kriege einen Schreck. Wie schnell das immer geht bei City Skyline 2. Es ist natürlich bei diesen Aufbauspielen, ist wie bei Transport Fever 2. Also man hat kaum angefangen, ist schon wieder fällig. Was ist hier? Müll. Müllberge. Wir haben aber, glaube ich, was gemacht. Das ist das Krematorium. Ich würde hier gerne nochmal irgendwie vielleicht nochmal eine Verbrennungsanlage. Wir haben zwar eine nebenan. Was haben wir hier? Lagererweiterung. Kriege ich die noch irgendwo hin? Jawohl. Machen wir hier ein größeres Lager hin. So, dann sollte das vielleicht den hier auch... Ja, guck mal, die Meldung ist schon weg. Das ging ja relativ zügig. Gut, dann war das nur eine temporäre Geschichte. Dafür ist der Winter zurück. Das ist ja auch schön. Dann danke ich euch fürs Zusehen, liebe Freunde. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Morgen geht es hier fleißig weiter. Dann bauen wir weiter. Und dann werden wir morgen dann auch mal wieder ein bisschen eher gucken wegen dem Verkehr. Jetzt haben wir immerhin unseren Zügen geholfen, dass die fahren können. Das ist doch auch schön. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.